Kinder, seid ihr alle da? Ich will euch nämlich heute was ganz Tolles sagen. Ich werde das böse, böse Corona-Krokodil für euch besiegen mit meiner super tollen Impfspritze. Und ich werde das super böse Corona-Krokodil mit der Impfspritze auf den Kopf hauen, bis es K.O. geht. Aber in Werbediensten der Regierung steht offensichtlich jener Arzt, der mit Angstmache die Leute dazu bewegen möchte, die Kinder impfen zu lassen und der sogar seine zwei kleinen Töchter impfen lassen würde. Diese Grafik zeigt, dass geimpfte Kinder und Jugendliche schwerste Nebenwirkungen zu erwarten haben. Bitte beachtet die rot markierten Zahlen. Diese wohl vorsorglich lancierte Meldung aus Deutschland baut schon vor, dass plötzlich auch ganz leichte Symptome als schwere Krankheiten betrachtet werden können. Lassen wir eine andere Stimme aus Deutschland zu Gehör kommen, nämlich Thomas Mertens von der STIKO, also kein irgendwelcher. Er sagt zum Beispiel, je geringer die Gefährdung, desto sicherer muss die Impfung sein. Oder Infektion ist für diese spezielle Altersgruppe Kinder kein besonderes Risiko. Die ganzen Nebenwirkungen sind für Kinder relevant, auch wenn sie verharmlost werden. Und da gab es oft mit viel Verspätung solche Nebenwirkungen. Und die Grippeimpfung ist ja bekanntlich auch für Kinder nicht verpflichtend. Somit ergibt sich eine große Diskussionsmöglichkeit über den Wert der Argumente für die Impfungen von Kindern. Und im Standard kommen auch seriöse österreichische Stimmen aus der Wissenschaft zu Wort. In diesem Falle Ingrid Zechmeister-Koss und Inanna Reinsberger vom Austrian Institute for Health Technology Assessment, also auch nicht gerade irgendwelche dahergelaufenen. Sie bemängeln zu Recht die fehlende sachliche Diskussion und vor allem, dass hier eigentlich private Meinungen von Politikern oder bedrohliche Beschreibungen als Gründe für eine Impfung und als Argumente geliefert werden. Dass Kinder in der Regel keinen schweren Krankheitsverlauf haben, aber bei der Impfung erhebliche Risiken bestehen, wird auch von diesen Expertinnen erwähnt. Die Skrupellosigkeit der Impflobbyisten und Politiker in deren Diensten zeigt sich eindeutig daran, dass 13 schwerst betroffene Kinder durch Impfschäden ignoriert werden. Auch diese Expertinnen stellen die Sinnhaftigkeit der Impfung an Kindern vehement in Frage. Für sehr wichtig erscheinen mir auch diese Absätze aus der Stellungnahme von Ingrid Zechmeister-Koss und Inanna Reinsberger, nämlich verantwortungsbewusster Umgang oder informierte Entscheidung oder Versuche der Manipulation sind absolut zu verurteilen. Und genau das passiert im Moment in allen Richtungen von Seiten der Regierung und ihrer bezahlten Vasallen.